Okay, willkommen zur nächsten Folge. Oh, hier steht ja ein Schmuckkästchen. Na gut. Wir sind hier noch im Herrenhaus und machen uns natürlich so langsam auf den Weg zur zur Kapitänin Kalin. Bettina Birnenbeißer, das ist ja auch mal ein Name. Anscheinend jemand Deutsches. Okay. Denn wir sind ja in der letzten normalen Quest der Questreihe, der emporstrebende Sturm. Haben letztes Mal in der Folge mit Überlänge alle Dinge erledigt, die noch ausstanden, aus der letzten Quest einen Magus zu fangen. Aber wir haben ihn natürlich nicht gefangen. Aber wir wissen, dass es dieser Graf, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, auf jeden Fall dieser eine Graf ist, der auch der Bruder von der Herzogin Elea ist. Genau. Und wir können ja nochmal ins Journal gucken. Da heißt es, der emporstrebende Magus wurde als Graf Damar Dufour enttarnt. Ach genau, so hieß er. Er hat vor, den Orden der Emporstrebenden bei einem Angriff auf das Eiland aller Flaggen anzuführen. Fürstin Arabelle will, dass ich helfe, die Allianzanführer und die Hoffnung auf Frieden zu retten. Fürstin Arabelle will, dass ich Kapitän Kalen im Hafen von Gonfalon suche und herausfinde, ob sie weiß, wo die Nereiden sang, also das Schiff, verborgen sein könnte. Wir brauchen dieses Schiff, um das Eiland aller Flaggen zu erreichen. Genau, und das wollen wir heimlich tun. Also, Eiland aller Flaggen scheint hier in der Mitte diese Insel zu sein. Und machen wir uns auf den Weg. Der Orden scheint eine Flotte zu versammeln. Wo ich mich ja auch schon gefragt hatte, wie die überhaupt eine Flotte versammeln können. Aber das scheint der Fall zu sein, weil das Adelshaus Dufour eine eigene Werft hat und so weiter und die irgendwie irgendwelche Schiffe mit gefallen haben und gesammelt haben. Teils ihre eigenen anscheinend. Und hier sehen wir an der Stelle, dass diese Brücke anscheinend hochgekurbelt werden kann. Ja, das sieht ziemlich danach aus. Ah ja, hier ist auch so ein kleiner Schlitz in der Mitte. Spalt. Ich glaube, an dem Hafen waren wir noch gar nicht. Oder an dem Hafenteil Ovidius Flamen. Habt ihr euch verlaufen? Nein, so seht ihr nicht aus. Ich kann allerdings nicht anders, als mich zu fragen, warum ihr mit mir sprecht. Falls ihr Arbeit am Anleger sucht, werdet ihr mit meinem Arbeitgeber reden müssen. Ihr seht aus wie jemand, die das bewältigen kann. Mhm. Ja, wir sind aber eher fürs Gröbere. Na gut, und ab und an vielleicht auch für feinere Dinge, aber wir haben zumindest in der letzten Folge unter Beweis gestellt, dass wir nicht so eine gute Ermittlerin sind wie die Fürstin Arabelle. Gut, mal schauen, wo die Kapitänin ist. Lucrezia Platorius. Genug mit den Spielchen. Wir sollten da draußen sein und etwas tun. Kennt ihr diese alte Redewendung? Die Gelegenheit kommt, während der Khajiit schläft. Das ergibt nicht den geringsten Sinn. Das tut es, wenn Sajis Füße müde sind. Ha, sehr schön, unsere Kapitänfreunde. Und Kaska liegt da auch rum. An klaren Tagen kann man manchmal bis nach Hammerfall blicken. Es gibt nicht viele klare Tage. Dass hier einfach eine Fürstin sitzt. Ich meine, jeder kann die hier belästigen. Hat die jetzt hier keine Wachen oder so? Okay, wir
Wir gucken uns nochmal hier ganz kurz um. Ich lasse mich nicht bestechen, um die Geheimnisse meiner Dame preiszugeben. Meine Treue liegt beim größten Geist in Gonfalon. Der scheint auf jeden Fall loyal zu sein. Oder er spielt es gut. Aber immerhin, sie hat einen Diener. Ich glaube, er meint zumindest eher die Fürstin als diese hier. Ich war gar nicht allzu sehr mit dem Koloss von Gonfalon vertraut. Ich bin noch nicht lange hier. Doch wo er nun weg ist, fühlt es sich an, als wäre ein Loch in mein Leben gerissen worden. Ja, Name und Gesicht sagen, dass es eine Bretonin ist. Okay. Der gute Zuso. Ah, was für ein schöner Anblick. Ich sehne mich danach, wieder auf den Wellen zu segeln. Doch ich teile Kapitän Kalins Befürchtungen. Der Orden der Emporstrebenden ist immer noch da draußen und plant etwas Neues. Sprecht mit ihr, meine Freundin. Na, das machen wir natürlich gleich. Der Orden der Emporstrebenden ist nicht in Gonfalon und die Allianzanführer sind sicher. Daher betrachtet Saji sein Werk als getan. Aber Kapitän Kalin scheint nicht mit Sajis Meinung übereinzustimmen. Vielleicht solltet ihr mit ihr sprechen, Fünfkralle. Ich kenne die Stimme auch irgendwoher. Ich glaube in Gothic 3, diese varantischen Händler, ich glaube, die hatten auch oft diese Stimme. Wahrscheinlich derselbe Stimmschauspieler. Der Dünenbrecher, den man nicht sehen kann, ist die wahre Bedrohung. Saji mag ja denken, dass das Schlimmste vorbei ist. Doch ich habe das Gefühl, dass Kapitän Kalin recht hat. Der Orden der Emporstrebenden ist noch nicht fertig. Ich spüre es in den Pfoten. Ihr sprecht besser mit ihr. Ja, Dünenbrecher haben wir, glaube ich, schon getroffen. Ich meine, ich war zwar auch schon mal mit irgendeinem Charakter kurz in der Alikre-Wüste. Da waren wir jetzt hier noch nicht. Aber ich glaube, in unserer Heimat in Elsweyr haben wir auch schon Dünenbrecher angetroffen, die sich dann so aus dem Boden graben. Ups, oh, okay. So, da ist sie. Es tut gut, euch zu sehen, meine Freundin. Doch es stimmt etwas nicht. Während ihr und Fürstin Arabelle unterwegs wart, haben wir Gonfalon nach Spuren des Ordens der Emporstrebenden durchsucht. Und wir haben nichts gefunden. Nicht einmal eines seiner verdammten Flugblätter. Und er hat etwas vor, das weiß ich. Der Orden der Emporstrebenden hat Kriegsschiffe entsandt, um das Eiland aller Flaggen anzugreifen. Ich wusste es. Das erklärt, warum wir keinen seiner Ritter in Gonfalon finden konnten. Der emporstrebende Magus muss all seine Streitmächte zusammengezogen haben, um am Angriff teilzunehmen. Was soll ich für euch tun? Wir suchen nach einem Schiff, die Nereiden sang. Sie ist in einer versteckten Bucht irgendwo entlang der westlichen Küste. Der beste Ort, um ein Schiff zu verstecken, liegt in jenem Teil der Insel, der Jiris Bucht genannt wird, nördlich des Navire-Anlegers. Lasst mich raten. Die Nereidensang ist ein Schiff des Ordens der Emporstrebenden. Ihr wollt sie benutzen, um an dessen Flotte vorbeizuschlüpfen und die Allianzanführer zu retten. Gut geraten. Fürstin Arabelle braucht auch jemanden, um das Schiff zu bemannen, sobald wir es gestohlen haben. Hier, ich markiere die Lage der Bucht auf eurer Karte. Was die Mannschaft angeht, nun, ihr steht vor eurem Kapitän. Was den Rest anbelangt, ich sehe mal, wen ich auftreiben kann. Sehr gut. Ein Kapitän ist gut, aber zwei sind noch besser, ja? Macht drei daraus. Ich kann euch hierbei nicht um Hilfe bitten. Ihr bittet nicht. Saji bietet es an. Sieht aus, als hätte ich eine Mannschaft. Auf zur Jiris Bucht, meine Freundin. Wir holen Fürstin Arabelle und treffen euch dort. Tja, ich würde mal sagen, drei Khajiit stehen hier rum. Und das sind auch drei unterschiedliche. Allein der Gedanke, dass die Kapitäne dreier verfeindeter Fraktionen zusammenarbeiten, um ihre Anführer vor einem gemeinsamen Gegner zu retten, dem Orden der Emporstrebenden.
Das rührt mich so richtig tief im Herzen. Oder es könnte auch ein Gewölle sein. Ja. Sehr gut. Diese zuckenden Ohren sind doch irgendwie süß. Saji hatte gehofft, dass wir mit dieser Angelegenheit fertig sind und freute sich schon auf ein paar Tage Erholung auf dieser wunderbaren Insel. Doch nun scheint Königin Iren wieder in Gefahr zu sein. Diesmal sorgt Saji dafür, dass sie auch gerettet bleibt. Mhm. Sehr schön. Ein Schiff des Ordens der Emporstrebenden zu kapern, ist ein wagemutiger Plan. Ich bin stolz, daran teilzuhaben. Und diesmal werden wir die Bedrohung durch den emporstrebenden Magus ein für alle Mal beenden. Das glaube ich aber auch. Keine Sorge. Wir holen Fürstin Arabelle und Jakan ab und dann treffen wir uns in Jerys Bucht. Wer weiß, wenn ich mir diese Schute des Ordens der Emporstrebenden so ansehe, mache ich sie vielleicht zur nächsten Speerspitze. Ich schätze, das schuldet er mir. Ich weiß auch gar nicht, was mit Valisair und dieser Druidin ist. Wie die jetzt zu diesen Kapitänen hier stehen. Ich glaube, die kennen sich alle gar nicht so genau. Die haben sich, glaube ich, als zufällig in dem Herrenhaus mal angetroffen. Ich glaube, die beiden kannten wir jetzt auch vor allem aus dem Prolog, ne? Ich weiß auch gar nicht. Oder hatten wir die auch am Anfang der Questreihe getroffen? Aber ich glaube, ja. Ah. Der arme Koloss. Ach, der Kopf liegt da ja auch, habe ich jetzt gerade erst gesehen. Ah. Ja, ich würde mal sagen, da können wir von dem Wegschrein hier hin, ne? Kommt schon. Nur noch eine Partie. Gebt mir eine Chance, mein Gold zurückzugewinnen. Und was setzt ihr? Diesen lächerlichen Nasenring? Sucht euch einen neuen Zeitvertreib. Na? Kleine Abenteurergruppe hier. Stufe 3, Stufe 3, Stufe 21. Wahrscheinlich zeigt der eine hier gerade den anderen was. Ja gut, man weiß es aber auch nicht, ne? Kann auch einfach sein, dass die beiden anderen die Erfahreneren sind. Und einfach neue Charaktere haben oder so. Das kann natürlich alles völlig random sein. Ja, ich glaube, wir können noch mal hier die Rüstung reparieren lassen, ne? Ich glaube, bei dem waren wir noch nicht. Meine Eltern brachten mir das Nähen bei, sobald ich alt genug war, den Faden durch die Öse zu ziehen. Ob ihr auf hoher See seid oder die Wildnis erkundet, ihr wollt mit meinen erstklassigen Näharbeiten ausgerüstet sein. Was habt ihr anzubieten, Schneider? Ja, ich denke mal, wir reparieren auf jeden Fall. Und dann verkaufe ich mal ganz kurz das Offensichtlichste. Dornenschild. Ring des Moorräubers, okay. Immerhin 472 Gold und wir haben noch locker über 50 Gegenstände frei. Ich glaube, ich habe mir diese Wachen noch nie so richtig angeguckt. Aha, okay.
Diese gesichtslosen Ritter, die Emporgestrebten, oder wie auch immer sie genannt werden, verderben den Ruf der Systrin, wenn ihr mich fragt. Jemand muss etwas gegen sie unternehmen. Ja, das machen wir auch. Wer interessiert sich jetzt schon für Friedensverhandlungen und abtrünnige Ritter? Für meinesgleichen macht das keinen Unterschied. Ich mache mir Sorgen um den Feuersangberg und Monster, die aus dem Boden kommen. Ja. Sorgen sollte man sich grundsätzlich natürlich auch machen. Ein Sturm hat mein Schiff verzögert? Darauf trinke ich. Okay. Die gute Seiradia nimmt's eher pragmatisch. Achso, das ist gar kein NPC. Moment. Audrine? Ist es nicht unsere Bekannte? Ah. Eine aus meinem Volk. Ich muss die Ursache dieser Verderbnis finden. Nee, das ist sie nicht. Okay, wir müssen dahin. Ja, ich bleib jetzt mal wieder so ein bisschen in der Ego-Perspektive. Hab jetzt mal Lust drauf. Okay, was ist das denn hier? Ach, der Steinlehrerhain noch, ne? Keine Taube hier. Warum macht mich das glücklich? Die haben sogar eine Wache hier. Na gut. Da ist sie ja schon wieder. Das scheint irgendwie eine echt wichtige Nebenquest zu sein. So, ich glaube, hier kommen wir aber nicht runter, ne? Der blöde Bastian. Stört hier das Panorama. Wobei, so ist es eigentlich ziemlich cool. Ja. Springe ich jetzt mal nicht runter. Ja! Ja, das könnte schon eher klappen. Oh, hallo, Teure. Kapitän Kalin wollte uns gerade von ihrem Plan erzählen. Warum fragt ihr sie nicht, wie sie fortfahren will? Das Schiff wirkt seetüchtig. Wir müssen nur am Orden der Emporstrebenden vorbeikommen. Immer diese Pläne. Ich improvisiere meistens einfach. Ah, verdammt. Die Effekte sind weg. So, während die anderen da reden, jetzt mal ein bisschen essen. Es sieht aus, als würde der Orden der Emporstrebenden dieses Schiff seetüchtig machen. Sprecht mit Kapitän Kalin. Sie hat einen Einfall, wie wir es ihnen direkt vor der Nase wegschnappen können. Und wenn ich dabei noch ein paar abtrünnige Ritter in Stücke reißen kann, umso besser. Es ist gut, dass ihr hier seid. Ich habe den Anleger im Auge behalten. Wir werden die Nereidensang nicht kampflos kapern können. Sprecht mit Kapitän Kalin. Sie wird wissen, was zu tun ist. Saji glaubt, dass der emporstrebende Magus uns ein paar Schiffe schuldet, ja? Die Nereidensang ist ein guter Anfang. Saji wünscht nur, es gäbe hier nicht so viele böse Ritter. Kapitän Kalin hat allerdings einen Plan. Saji kann es kaum erwarten, ihn zu hören. Wir haben hier eine ganz ordentliche Mannschaft versammelt. Ich wünschte, wir hätten eine Armee. Aber Kalin und Suso sind gut im Kampf und Kaska ist echt furchterregend. Saji nicht so sehr.
Aber dann gibt es ja noch euch und mich. Wie dem auch sei. Hatte Kalin nicht einen Plan erwähnt? Fragt nach, was ihr vorschwebt. Ich habe auf meinen Reisen vieles erlernt, doch Segeln zählt nicht dazu. Zum Glück haben wir mehrere erfahrene Kapitäne zur Verfügung. Ich überlasse diese Sache gern Kapitän Kalin. Sprecht mit ihr und erfahrt, wie sie weitermachen will. Hervorstrebende Dunkelklinge da unten. Okay, wir schauen einmal hier kurz. Ja, da müssen wir wahrscheinlich gleich runter. Na gut, oder da runter, ne? Würde auch gehen. Sieht aus, als hätte der Orden der Emporstrebenden das Schiff schon fast fertig beladen. Wenn wir den Nereiden Sankt kapern wollen, heißt es jetzt oder nie. Was soll ich für euch tun? Kappt die Anlegeseile. Beginnt am Anleger links und kümmert euch um etwaige Ritter, die euch in die Quere kommen. Während sie mit euch beschäftigt sind, wird der Rest von uns rechts herumgehen und den Nereiden Sankt entern. Wir kümmern uns um die Mannschaft. Die Anlegeseile kappen. Verstanden. Sobald ihr alle drei Anlegeseile gekappt habt, steigt ihr an Bord. Wir erledigen den Rest. Und haltet euch bei den Bastarden vom Orden der Emporstrebenden nicht zurück. Ich habe viele gute Seeleute verloren, als die Speerspitze in ihrem Sturm sank. Mhm. Macht euch bereit. Sobald es losgeht, werden wir schnell sein müssen. Sehr schön. Ja, das hier scheint unbewacht zu sein. Zum Schiff. Gott. Der Orden ist mein Leben. Ich weiß nicht, wo ich ohne ihn wäre. Das ist echt bescheuert. Eine ganze fette Truppe und Kaska laufen hier rum und denen ist das völlig egal. Perfekt. Ah, wie geil. Wie steht da oben schon? Eben konnte man sie irgendwie noch ansprechen. Mich stört ein wenig Piraterie nicht, wenn es für eine gute Sache ist. Übernehmen wir das Schiff! Ja, hier konnte man ja auch noch irgendwie langlaufen, ne?
ich will eigentlich schon nochmal gucken, ob da irgendwas ist. Okay, der rennt auch nur weiter. Sonst hätte ich jetzt ein bisschen mitgemacht. Ah, vielleicht ist hier noch eine Truhe. Tatsächlich. Perfekt. Spinnenbeinkleider. Haltet eure Augen nach einer Schenke offen, wo wir das ausgeben können. Okay. Ich glaube, mehr als eine Truhe gibt es hier eh nicht. Also machen wir uns auf. Der Magiker? Von solchen Viechern? Ich hatte irgendwie gerade gesehen, dass die Mittel sind. Habe ich mich wahrscheinlich verguckt. Wir haben wieder den Wind im Rücken, meine Freundin. Die Nereiden sagen, gehört uns. Bald werden wir sehen, was uns auf dem Eiland aller Flaggen erwartet. Soweit, so gut. Jetzt werden wir sehen, ob der Orden der Emporstrebenden auf diese Täuschung hereinfällt. Steht einfach herum und tut so, als würden wir hierher gehören. Alles eine Sache des Selbstvertrauens. Saji wünschte nur, dass mehr von der Mannschaft der perfekte Sprung hier wären, um das zu erleben. Doch er und Casca werden tun, was wir können, um unsere verlorenen Schiffskameraden zu ehren. Wir sind bereit für das Eiland aller Flaggen, wenn ihr es seid, fünf Kralle. Perfekter Sprung 2 heißt auch das Schiff, dachte ich. Wir werden erst wissen, was uns erwartet, sobald wir das Eiland aller Flaggen erreichen. Doch ich vertraue darauf, dass Kapitän Kalin uns an der Flotte des Ordens der Emporstrebenden vorbeiführen wird. Lasst sie wissen, wenn ihr bereit seid, in See zu stechen. Okay, hier können wir nicht rein. Gut gemacht, meine Freundin. Wir segeln auf euren Befehl zum Eiland aller Flaggen. Mit etwas Glück wird der emporstrebende Magus denken, wir bringen die erwartete Verstärkung für seinen Angriff. Perfekt. Ah, wo ist denn jetzt... Ah, da gibt es auch eine Kopfbedeckung. Na, das ist doch auch lustig. Dann machen wir es so. Das Eiland aller Flaggen.
mögen alle hier Versammelten ihre Schwerter und Herzen den göttlichen Prinzipien des Wohlwollens und der Brüderlichkeit verpflichten, denn Tamriel ist ein Kontinent und wir sind ein Volk. Es mutet hier schon etwas episch an. Ach du Scheiße. Der Orden der Emporstrebenden hat das Kastell umzingelt. Wir werden tun, was wir können, um ihn hier draußen zu behindern. Doch ich weiß nicht, was euch drinnen erwartet. Ich befürchte allerdings das Schlimmste. Die sind jetzt alle losgerannt, ne? Achso, die stehen erstmal da. Ich glaube, dieser nächste Teil obliegt euch und Fürstin Arabelle. Doch keine Sorge, wir halten den Orden der Emporstrebenden hier draußen beschäftigt. Okay, wow. Hier sind die ganzen Schiffe. Ach, die belagern schon. Krass. Man sieht gar keine Leute auf den Schiffen. Das ist natürlich ein bisschen... Saji wird euch aus der Ferne zujubeln. Er ist sehr gut darin, emotionale Unterstützung zu leisten. Ja. Na, das sieht wie ein Kampf aus. Geht vor, wenn ihr wollt. Ich werde etwas finden, um mich hier zu beschäftigen. Im Hintergrund schlagen die Feuergeschosse ein. Das klang nach einer tollen Idee, als wir mitten in eine Schlacht hineinsegelten. Und es sieht aus, als hätte der Feind auch noch Droiden. Nun gut. Dann wollen wir mal dafür sorgen, dass der Orden der Emporstrebenden es bereut, uns hereingelassen zu haben. Macht schon, Hübsche. Ich halte euch den Rücken frei. Ich hasse es, das zu tun. Aber wir müssen uns aus dem Scharmützel vor den Mauern zurückziehen und es unseren tapferen Kapitänen überlassen. Wir beide müssen herausfinden, wie es im Kastell aller Flaggen steht. Denkt dran, die Allianzanführer zu finden, ist jetzt das Wichtigste. Ja. Na, das sieht wie ein Kampf aus. Na. Okay. Mal schauen. Na gut, vielleicht ziehe ich nochmal irgendwas Rüstungsmäßigeres an, aber das sieht eigentlich schon ziemlich cool aus hier. Ich meine, die feuern ja fast auf ihre eigenen Leute, ne? Na gut. Aber ich würde mal sagen, was uns dann da drin erwartet, das sehen wir dann nächstes Mal. Dann also erstmal bis hierher und bis zum nächsten Mal.